Heute zeige ich dir drei unglaublich einfache und leckere Kartoffelvariationen. Darunter die schnellsten Pommes, die du je in einen Airfryer probiert hast. Für die ersten beiden Varianten müssen die Kartoffeln vorgekocht werden. Hierfür schneide ich die jetzt in gleich größere Stücke. Wenn du kein Speedy hast, dann koch das ganz normal im Topf vor. Ich habe ein Speedy und bei mir werden die jetzt im Speedy drinne gekocht. Dafür kommt die Crispplatte jetzt in den Speedy unten rein, die Füßchen eingeklappt. So, die Crispplatte packe ich jetzt unten in den Korb rein. Und dann habe ich hier etwas Wasser, was ich jetzt auffülle. Das Wasser fülle ich nur bis zur Unterkante von dieser Crispplatte ein, mehr nicht. So, und jetzt kommen meine Kartoffeln schon auf der Crispplatte oben drauf. So, Deckel zu, Hebel hoch. So, Speedy einschalten, Dampfgaren. Da gibt es ja keine weiteren Programme, jetzt nur noch die Zeit einstellen und da stelle ich jetzt 25 Minuten ein. So, die Kartoffeln sind fertig und die kommen jetzt aus den Speedy raus. Ja, als nächstes habe ich jetzt hier ein Glas und damit drücke ich die Kartoffeln runter klein und lege die dann oder pack die dann nachher zusammen, sodass ich eine platte Schicht habe. Ja, die Kartoffeln muss ich dann nachher schön nebeneinander anrichten oder was ihr sagt, ja, verteilt haben. Jetzt habe ich ja meine Crispplatte. Jetzt probiere ich von der Größe, ob das entsprechend passt, dass mir die Kartoffeln alle da drauf passen. Die Crispplatte sprühe ich jetzt hier mit diesem Öl etwas ein, damit mir die Kartoffeln dann nachher auch nicht auf dieser Platte dran festkleben. Und ich habe gedacht, ich lege die da gerade oben drüber. Das Öl, was rausgeht, das geht jetzt gleich in die Kartoffeln mit rein. So, jetzt hebe ich die Kartoffeln sachte rüber auf die Crispplatte, verteile ich die entsprechend, weil auf der Crispplatte da oben drauf, da möchte ich die nachher schön gleichmäßig frittieren. Ja, ich hatte weich kochende Kartoffeln und wahrscheinlich von der Zeit auch ein bisschen zu lange, also die kannst du ruhig nicht ganz so lange, denn zerfallen die dir nicht ganz so, wie sie bei mir jetzt hier zerfallen, wie du das jetzt hier auch siehst. Aber es hat trotzdem alles geklappt. Und jetzt habe ich hier als erstes mein Öl, mit dem ich jetzt die Kartoffeln gut einsprühe. Das verlinke ich euch unten mal in der Infobox, also in der Beschreibung noch. Also richtig kräftig habe ich die jetzt damit eingesprüht. Dann habe ich jetzt Paprika Rosensüß, mit dem ich das jetzt richtig kräftig würze. Du kannst es jetzt auch nach deinem Geschmack, nach deinen Vorstellungen entsprechend würzen. Jetzt noch etwas Pfeffer oben drüber. Wie gesagt, das kannst du also ganz nach deinen Vorstellungen jetzt machen. Salz kommt auch noch oben drüber. Chilisalz. Also ich würze die jetzt richtig schön kräftig, weil ich will die wie Cracker dann haben. So, und da kommt das jetzt in den Speedy rein. Wichtig ist jetzt, dass die Füßchen draußen sind. Und so kann ich das jetzt oben jetzt einhängen. Das kommt jetzt so in den Speedy. So, der Hebel ist unten. Programm stelle ich heiß sortieren ein. Und von der Temperatur nehme ich wieder 180 Grad. Und von der Zeit 20 Minuten. So, weiter geht es mit meiner zweiten Sorte, die ich jetzt vorhabe. Die anderen sind ja jetzt im Speedy drin. Und bei denen muss ich jetzt hier die Kartoffeln erstmal halbieren. Also, das sind jetzt die fertig gekochten Kartoffeln, die ich vorher im Speedy gekocht hatte. Die du ja auch anderweitig kochen kannst, also mit dem Topf, wenn du kein Speedy hast. Und die habe ich jetzt hier halbiert. Die kommen jetzt hier in eine Schüssel rein. Jetzt habe ich hier wieder mein Gewürz, Paprika Rosenscharf. Also die werden jetzt richtig kräftig auch gewürzt, die Kartoffeln. Kannst du auch wieder nach deinen Wünschen, nach deinen Vorstellungen machen. Dann habe ich Kräuter der Provence, die ich noch dazu nehme. Etwas Salz oben drüber noch. Ja, mein grobes Salz war alle, man konnte meine Mühle nicht nehmen, deswegen musste ich es mit der Hand das feine Salz jetzt rausholen. Das Ganze rühre ich jetzt mal gut durch, damit die Gewürze auch überall an den Kartoffeln gleichmäßig verteilt sind. Das ist jetzt ganz wichtig, dass das so entsprechend so jetzt auch da verteilt an den Kartoffeln. Jetzt habe ich hier etwas Öl beiseite gestellt, das ist Rapsöl, das kommt jetzt über die Kartoffeln da drüber. Das waren so circa anderthalb, zwei Löffelchen Öl, die ich da beiseite getan hatte. Also vorab schon abgefüllt. So, jetzt habe ich Parmesankäse hier und ich habe den in den kleinen Stücken und ich brauche den aber etwas kleiner und deswegen mahle ich den jetzt hier mit meiner Mühle,
Und ich meine jetzt so von der Konsistenz, wie ich ihn ganz gerne haben möchte. Du siehst doch, das klappt wunderbar. Da drin mal kurz schütteln, dass der Käse sich nicht unten absetzt. So, jetzt habe ich hier ein Papier mir beigeholt. Das ist ja das Spezialpapier, was es da gibt. Das tue ich jetzt auch mit Öl etwas einsprühen, aber im Nachhinein, wenn ich richtig überlege, hätte ich das gar nicht gebraucht. Der Käse hat ja genug Fett in sich drin. Und jetzt soll ich meinen Parmesan da unten drauf verteilen. Ja, und von der Größe, so wie ich klein gemacht habe, hat das voll und ganz gepasst. Dann jetzt kommen die Kartoffelhälften, drücke ich jetzt gut drauf fest an dieser Masse. Also ich lege es erstmal sachte an und dann drücke ich es aber noch richtig fest. Ja, und von der Anzahl von den Kartoffeln hat das genau gepasst, dass das da in diese Form, also in dieser Backpapierform super reingepasst hat von der Größe her auch. Weil das muss ja danach auch in der Heißluftfritteuse reinpassen. So, ich habe vom Speedy habe ich mir noch einen zweiten Topf gekauft. Deswegen klappt das jetzt auch wunderbar, dass ich jetzt hier direkt weiterarbeiten kann. Diese Christplatte, die Füßchen müssen jetzt rein, weil die muss jetzt ganz unten rein. Und darauf kommen jetzt meine Kartoffeln. So, jetzt habe ich noch ein paar Parmesanstücke. Die lege ich jetzt gerade noch so oben drüber über die Kartoffeln. Also auch von oben her. Ja, und so fertig kommt das dann rüber in den Speedy. Und ich habe den Speedy diesmal nicht gleich heiß durch Frittieren eingeschaltet, sondern erst noch das Backprogramm ganz kurz. Und dann habe ich umgezwängt auf heiß durch Frittieren. Sonst würde mir nämlich der Parmesankäse da oben runter fortfliegen. Also Deckel zu, Programm starten, Hebel ist unten und das Programm jetzt erstmal mit Backen einstellen. Und ja, die 160 hätte ich jetzt lassen können. Und zwar habe ich das jetzt nur ein paar Minütchen gemacht. Dann geht's weiter. So, mal kurzer Blick in den Speedy, bevor wir jetzt umschalten auf heiß durch Frittieren. Ja, das passt. Umgestellt wieder auf Heißluft frittieren. Und da bin ich jetzt auf 200 Grad hochgegangen und für 25 Minuten. So, das erste Gericht war fertig und die werden jetzt mal getestet. Und dann breche ich jetzt mal ab. Also sie sind schön knusprig, das siehst du jetzt hier. Jetzt war ich mal ruhig, dass man das Knuspern hört. Ja, und auf den Teller hier siehst du jetzt noch viel mehr. Also ich hatte jetzt hier noch so eine Kartoffelmuffins gemacht, gefüllt und leider ist mir da das Video irgendwie abhanden gekommen bei der Aufnahme. Das muss ich nochmal neu für euch aufnehmen, das seht ihr im nächsten Video. Also hier, das war das andere Gericht, was ich jetzt komplett so gemacht hatte. Da sind die Knusperkartoffeln und ich hatte dann dazu noch Würstchen gemacht für uns und das war dann so, ja, unser Essen. Denn bevor wir jetzt zu den schnellsten Pommes kommen, gucken wir uns erst noch das Ergebnis von unseren Parmesankartoffeln an. Ja, und für die schnellsten Kartoffeln aus rohen Kartoffeln, also Pommes aus rohen Kartoffeln, habe ich jetzt hier eine Kartoffel, die ich jetzt erstmal jetzt hier schäle. So, dann halbiere ich die Kartoffel. Und jetzt schneide ich so einen schmalen Streifen erstmal. Also aus der einen einzigen Kartoffel mache ich jetzt diese ganzen Pommes, die du vorhin schon gesehen hast. Ja, und weiter geht's, dass ich die Kartoffel jetzt hier mal ein bisschen aufteile und daraus so schmale, ja, Kartoffelspalt zurechtschneide. Also die sind im Prinzip in der Stärke wie eine Streichholz und deswegen kannst du die auch Streichholzpommes nennen. Ja, und als nächstes habe ich jetzt die Schüssel da, wo die ganzen Pommesstifte jetzt hier reinkommen und schau mal aus dieser einen Kartoffel, wie viel Pommesstifte, Pommesstücke, Teile das da gegeben hat. Und du musst dir die unbedingt zum Schluss angucken, die sind richtig lecker geworden. So, jetzt kommt Wasser dazu. Und ich rühre die Pommes jetzt gut mal durch. Also ich spüle die jetzt gut durch. Jetzt habe ich ein Sieb. Und dann kommen die Kartoffeln in das Sieb rein. Und von dem Sieb jetzt auf das Zewa-Tuch. So, dass die danach da erstmal gut abtrocknen können. Ja, nachdem jetzt die Pommes jetzt gut getrocknet worden sind, alle kommen sie jetzt hier in diese Schüssel rein und in diesen Schüsseln würze ich die entsprechend. Jetzt habe ich hier wieder mein Paprikapulver. Richtig kräftig würze ich die damit.
arbeite das ganze Gewürz auch mal hier kurz durch. Dann habe ich mir überlegt, ich kann eigentlich gleich das Pommes-Gewürzsalz auch mit da rein tun. Habe das also noch mit dazu getan. Also ich habe die Pommes im Prinzip jetzt hier schon vorgewürzt. So, jetzt habe ich hier meinen Ölsprüher. Das ist ein Spezialöl für heiße Fritteusen. Und damit sprühe ich jetzt meine Pommes ein, bevor sie denn jetzt hier in den Korb kommen. Ich habe jetzt hier mal die Kursoren wieder genommen, habe unten drunter mein Gitter drinne. Die Kartoffeln arbeite ich jetzt nochmal kurz durch, damit das Öl alles gut gleichmäßig jetzt verteilt ist. Ja, man will es fast nicht glauben, dass das eine einzige Kartoffel war, wie viel das jetzt hier von der Masse hergegeben hat. So, und dann geht es schon rüber zur Kursori. So, Airfryer ist ein und 180 Grad stelle ich jetzt runter und von der Zeit gehe ich auf 12 Minuten und start. So, fertig und schau dir mal die Pommes an. Jetzt habe ich mir gedacht, ich kann die gerade in so eine Pommeschale reinfüllen. Dann siehst du, das war eine einzige Kartoffel. Richtig lecker.